dieses Olympiastadion. Hier hat Uli Wegner mit 15 sein erstes Flutlichtspiel erlebt. Und es waren seine heißgeliebten Jungs von Manchester United. Damals konnte er nicht ahnen, dass 50 Jahre später nur einen Steinwurf entfernt von hier sein Trainerbüro sein würde und er ein Boxcoach von Weltrang. Aber seine Nase hat vor den Fäusten einen Fußball geformt. Und dann bin ich beim Fußball, so ein Flugkopfball reingeflogen und der Verteidiger hat eben zugehauen. Ich hatte so eine Nase wie Belmondo. Penkun in Vorpommern, 1957. Für mich gab es gar kein anderes Thema, als mal Fußballer zu werden. Für mich war wichtig der Ball. Ich war das Ebenbild eines Fritz Walter. Was das für ein Erfolg ist, willst du dir das Leben lassen, Mensch? Ja, mein Junge, hau rein, Junge! Im August war dieses Spiel und da hat man einen besessenen Fußballfanatiker, der 7 Jahre älter war als Uli Wegner. Erstmal das Olympiastadion. Erstmal West-Berlin, wo es Sahnebonbons gab. Dadurch bin ich natürlich in der Spielergruppe oder in der Mannschaft unheimlich gut angesehen gewesen. Da war ich ja ein Besonderer, nicht? Meine Mutti hat es mir möglich gemacht, die Eier verschoben, um uns über die Runden zu bringen. Wegners Tagewerk: zum Stadion raus, die Champions schmieden. Und das mit über 70. Und wenn sein empfindsames Gemüt Zuspruch sucht, nimmt er das Cabrio, das Sven Ottke ihm einst schenkte, als der den Ring verließ. Dieser Sven Ottke, das war der Knotenpunkt nach der Wende in meiner sportlichen Laufbahn. Niederlage ist für mich eine Katastrophe. Und dann wieder raufkommen, wieder aufstehen. Der Adler war für mich eine Katastrophe. Und trotzdem habe ich ihm so einen Star gemacht durch den Kieferbruch. Adler, halte durch! Deine ganze Kunde kommt auf dich! Dass du heute ein Indianer bist, komm! Und ich wusste, was los ist. John Wayne ist deswegen für mich beeindruckend, weil er einen harten Mann herausspielt. Fäusten wie hart wie Stahl. Was ist Talent? Man muss es nur die Anlagen, die man hat, brauchbar machen. Und dazu braucht man Verstand. Die Vorstellung, dass ich denn gerade über von Olympiastadion mein Boxkampf habe und mein Geschäftszimmer dort habe, da habe ich gar nicht von geträumt, sagen wir mal so. Jetzt wird er 75. Er hat ein halbes Dutzend Boxweltmeister gemacht. Er hat seine Frau Margret zur Seite. Auf Jet-Set-Partys begehrt, in Deutschlands Kneipen gefeiert. Stammgast bei Andrea Bergs Konzerten hat sich dieser Uli mit der Reibeisenstimme noch einen Wunsch aufgespart. Denn es ist ein Kickerherz, das sein Leben antreibt. Begleiten Sie ihn mit diesem Film auf der Reise seines Lebens nach Manchester, ins Old Trafford Stadion. Und erleben Sie, wie Uli Wegner den Helden seiner Inspiration die Ehre erweist. Und es war ein Erlebnis, Manchester im Spielen zu sehen. Das war natürlich für uns im Frühjahr ein unheimlicher Schlag, als sie aus Belgrad kamen und in München abgestürzt sind. Busbury war ja ist ein Denkmal für Manchester, wie Ferguson. In der Halbzeit wurde das Publikum aufgefordert, alle 50.000 Streichholz hoch sein. Dieses Bild ist mir heute noch in Erinnerung. Es gibt keinen Tag, wo ich das vergesse. Es gibt keinen Tag.